Also der ultralange Dreikampf mit Schwimmen, Radfahren und Laufen ist zwar erst 19 Jahre jung, aber für alle, die mit dem Triathlon-Virus infiziert sind, ist er schon so etwas wie ein sportlicher Mythos. Und das liegt natürlich auch an dem Schauplatz. Mitten im Pazifischen Ozean liegt die Hawaii-Inselgruppe. 136 Inseln gehören dazu, zum Beispiel Oahu mit der Metropole Honolulu. Und wir sind zu Gast auf Hawaii oder auch Big Island, auf der größten und jüngsten aller Inseln. Die Kona-Küste mit Start und Ziel in Kailua Kona ist seit 1981 Schauplatz der Ironman-Weltmeisterschaft. Auch wenn die 1500 Eisenfrauen und Männer sich alkoholfrei vorbereiten auf dieses große Ereignis, ist es ein Gerücht, dass es auf Hawaii kein Bier geben soll. Deswegen hat sich Jörg Michael Junginger auch einen anderen musikalischen Klassiker ausgesucht für seinen kleinen Trip über die Insel. Aloha Oe, sozusagen die heimliche Hymne der Hawaiianer. Hawaii, kurz vor 18 Uhr. Beeindruckende Sonnenuntergänge, hier nahezu Standard, wie auch der blumige Ausdruck für Gastfreundschaft namens Lei. Jeder Neuankömmling erhält den Blumenkranz. Doch Big Island bietet mehr. Kaffee gedeiht hier oben, 500 bis 1000 Meter über Meereshöhe. Hawaii übrigens der einzige von 50 US-Bundesstaaten, in dem die Bohne wirtschaftlich von Interesse ist. Die Kona Coast. Ganzjährig Tagestemperaturen um 30 Grad. Nur Mitte Oktober geht's hier noch heißer her. Eisenmänner und Frauen beherrschen die Szene. Gewerbe und Handel melden Rekordumsätze. Binnen 3 Wochen wird das Geld für ein halbes Jahr verdient. Die Hotels sind ausgebucht. Küstennahe Lavalage bevorzugt. Der Archipel ist, geologisch gesehen, jung, gerade mal 700.000 Jahre alt. Die Inseln pubertieren noch. Der warme Gesteinsbrei fließt in Strömen. Schon manch hitziges Temperament und manchen Heißsporn hat die erkaltete Lava in 19 Jahren Ironman-Geschichte abgekühlt. Die Herausforderung lebt, wie auch die Gewissheit um den besonderen Reiz des Ironman. Kampf der Gegensätze, absolute Überwindung in einem beschaulichen Südseeparadies. So sind wir hier an historischem Ort. Der Hulihe'e-Palast war mal Sommersitz des Königs Kalakaua. Ein bisschen Geschichte gehört dazu, aber die Zeiten der Monarchen sind vorbei. Hier auf Hawaii, es wird gesucht, der König der Triathleten. Luc van Lierde, der Titelverteidiger aus Belgien, kann nicht dabei sein wegen einer Verletzung. Aber es gibt natürlich viele Favoriten. Wie es der Zufall so will, 3 von 4 kommen aus Deutschland. Allen 1500 schlägt das Herz jetzt bis zum Halse, aber noch nicht wegen der Anstrengung. Die Aufregung ist es, wenige Minuten vor dem Start zur Ironman-Weltmeisterschaft 1997. Der erste Teil der Übung steht an, wenige Minuten nach Sonnenaufgang. Langstreckenschwimmen vom Pier im Hafen von Kailua Kona hinaus ins offene Meer. 3800 Meter durch Salzwasser und eine nicht zu unterschätzende Dünung. Wer hier gewinnen will, darf nicht zu spät aus dem Wasser kommen. Gibt es den ersten deutschen Sieg auf Hawaii? Und kann der Schnellste vielleicht unter 8 Stunden bleiben? Das sind die Fragen und sie werden beantwortet von Peter Leisel. Er ist Ihr Reporter. Ein friedvolles, ein fast paradiesisches Bild jedes Mal, wenn die Sonne um kurz vor 7 über den Rücken des Hualalai-Vulkans kriecht. Aber wenn man da näher hinschaut, dann ist es die Stimmung eines Haifischbeckens, wenn sich knapp 1500 Triathleten hineinbegeben. Jeder nach seiner eigenen Fasson, die Favoriten, die noch einmal ihre Gliedmaßen strecken, wie der Kanadier Peter Reed oder Jürgen Zeck. Dahinter Ute Mückel, 2 Deutsche mit guten Chancen. Knapp 1500, die sich qualifiziert haben in anderen Ironman-Wettkämpfen. Auch Thomas Hellriegel, 4. war er in Rot, 2. zu Beginn des Jahres in Australien. Diesmal will er zum 3. Mal es probieren, diesen prestigeträchtigsten Triathlon der Welt zu gewinnen. Ein Fehlstart zeigt die Nervosität im Feld und die
Wettkampfrichter haben alle Mühe, sie zu bändigen. Thomas Hellriegel ärgert sich, vergeudete Kraft erstmal und 3 Minuten später endlich geht's los. Die Elite ein wenig voraus. Gleich wird versucht, sich in die beste Position zu schwimmen. Die Iron Woman, Paula Newby Fraser aus den USA, will zum 9. Mal hier gewinnen. Das hat kein Mann geschafft. Vorne bei den Männern einige Schwimmspezialisten, darunter auf Platz 2 Wolfgang Dittrich aus Neuss, der seit Jahren einer der schnellsten, wenn nicht der schnellste Schwimmer unter den Triathleten ist. Aber Ute Mückel im weißen Badeanzug, die Deutsche, die jetzt in Hagen wohnt, ist eine gute Schwimmerin, Ex-Leistungsschwimmerin aus der DDR und hat hier auf Hawaii schon oft die Schwimmkonkurrenz gewonnen. Lothar Leder sehen wir da, den Mann aus Rheinhessen, hat viele Wettkämpfe gemacht zuletzt. War das die beste Vorbereitung? Ein Fragezeichen hinter ihm. Peter Reed haben wir, den Kanadier, der die Deutschen am ehesten gefährden konnte, sagten die Experten vorher. Das Feld zog sich auseinander. Im 26 Grad warmen Wasser konnten wir auch Thomas Hellriegel ausmachen, obwohl er mit Schwimmen einst begann. Als 16-Jähriger ist das seine ungeliebte Disziplin. Er muss sehen, dass er dranbleibt, nicht zu viel Zeit verliert, der Mann aus Baden. Die erste Boje nach 1,6 Kilometern, dann etwa 200 Meter quer hinaus. Das Wasser bleibt immer relativ seicht, man kann den Grund sehen. Man sieht auch, wenn man genau hinschaut, ein reiches marines Leben. Aber Haifische sind dort unten noch kaum gesichtet worden und noch nie hat ein Haifisch einen Triathleten attackiert. Da ist Wolfgang Dittrich mit dem blauen Badeanzug, der Mann aus Neuss, ganz vorne mit dabei, inzwischen 35 und immer noch einer der schnellsten Schwimmer. Da vorne, das sind Schwimmspezialisten, die am Ende nicht unbedingt mehr vorne sind. Thomas Hellriegel blickt nach vorn, hält Kontakt, wird am Ende etwa 4 Minuten auf die Spitze verlieren. Typisch, dass die Triathleten mehr mit den Armen arbeiten, der Beinschlag rein der Stabilisierung dienend, denn die Beine werden ja fürs Radfahren nachher noch gebraucht. Solch eine große Spitzengruppe haben wir seit Jahren nicht mehr erlebt. In Hawaii sehr oft kamen 1, 2 Leute allein hinaus. Ute Mückel hält überraschend Kontakt zu den besten Männern. In Sichtweite der Spitze. So überraschend ist das auch nicht, aber dennoch, dass sie, als das Pier näher kommt, nur wenige Sekunden auf die Spitze verliert, auf Wolfgang Dittrich beispielsweise hier links mit der 37, ist doch nicht unbedingt erwartet. Aber mit ihr, da kommt im goldenen Badeanzug Wendy Ingraham aus Kalifornien hinaus und sie wird die Prämie für die schnellste Schwimmerin erhalten. Ute Mückel einige Sekunden zurück und nun erleben sie mit ihr die Hektik der Wechselzone. Aber sie merken auch, dass der Service hier gut ist, man kümmert sich um die Triathleten. Jawohl, sie hat ihren Beutel mit den Radutensilien und das vor den meisten Männern. So, und diese Rennmaschine mit der Nummer 2 wartet jetzt auf Thomas Hellriegel. Sie könnten sie für mindestens 10.000 Mark erwerben, wenn Sie denn eine bekämen. Es ist eine Sonderanfertigung. Hier stehen 1.500 Fahrräder im Gesamtwert von mindestens 7 Millionen Mark. Und das ist kein Wunder, denn nur beim zweiten Teil der Übung, da kann der Triathlet die neuesten Errungenschaften der Technik für sich nutzen. Kaum eine andere Sportart hat der Rennmaschine-Rad mehr Entwicklungsimpulse gegeben als der Triathlon. Der Lenkervorbau für eine windschlüpfrige und entspannte Sitzhaltung ist seit Ende der 80er Standard. Die American Position war von da an auch für Radprofis interessant, vor allem beim Zeitfahren. Die Anfänge mit Hornlenker und Hornkappe hatten schon bald ausgedient. Schalten am Hightech-Rad funktioniert heute im Handumdrehen. Gripshift nennt sich diese Variante. Sie garantiert kein Verlassen der aerodynamisch günstigen Sitzposition. 2 Zahnkränze vorn und 8 bis 9 Abstufungen hinten ergibt 16 bis 18 Gänge. Das Soft-Ride-Rad oben im Bild verzichtet auf den Sattelholm und gilt als besonders rückenschonend. Aluminium und Kohlefasern als Werkstoffe sparen Gewicht. 8 bis 9 Kilogramm wiegen diese Räder. Das verwirbelungsarme Scheibenrad wird wegen der Seitenwinde in Hawaii nicht zum Einsatz kommen. Umso mehr die Uhr als Multifunktionsinstrument. Drahtlos werden Trittfrequenz und Puls übertragen. Letzterer wie beim EKG durch einen Brustgurt. Eine aktuelle Leistungskontrolle für den Athleten. Nun
Nun beginnt sie, die große Einsamkeit des Radrennfahrers auf dem endlosen Asphaltband zwischen vulkanischer Einöde und dem Pazifik. Die Lavafelder hier sind gerade mal 100 Jahre alt und die Einsamkeit wird noch dadurch gesteigert, dass Windschattenfahren verboten ist. Denn hier weht immer eine kräftige Brise und da soll sich niemand einen unerlaubten Vorteil holen. Wir schauen noch mal auf die Insel, deren Vulkane zum Teil immer noch Feuer spucken. Die Osthälfte mit der größten Stadt Hilo wächst immer weiter und hat das in diesen Tagen dem Vulkan Kilauea zu verdanken. Seine Lavaströme wälzen sich Richtung Küste. Wir aber befinden uns auf der anderen Seite der 4000er und die Triathleten machen sich jetzt per Fahrrad auf den Weg. Vom Start und Ziel in Kailua-Kona, die Küste entlang durch unendliche Lavafelder, bis zum Wendepunkt in Hawi. Von dort zurück zur Wechselzone im Kona Surf Resort. 180 Kilometer durch Wind und flirrende Hitze. Da kann schon mal die eine oder andere Fata Morgana auftauchen. Einsamkeit und große Hitze. Und wenn Sie mich jetzt mal aus 150 Meter Entfernung anschauen, dann sehen Sie auch nur noch die Hälfte vom Ganzen. So ist vielleicht der Eindruck nach mindestens 4,5 Stunden Radfahrt. Klarer sind die Bilder zu Beginn. Die Morgensonne gerade über dem Horizont. Wolfgang Dietrich hat nur das lange Asphaltband voraus. Der Mann aus Neuss kurbelt seine Übersetzung herunter. Er kennt diese Situation des Gejagten aus früheren Jahren. Er, der schnellste Schwimmer im Feld. Er, auch diesmal der Gejagte. Die Frage war, wann würden die anderen ihn einholen? In der Wechselzone ging es derweil hektisch zu. Die besten Frauen, Wendy Ingraham, die Kalifornierin, eine Leistungsschwimmerin, eine frühere, wie auch Ute Mücke, verlassen die Wechselzone. Sie sind schneller als die Favoriten im Männerkreis, zu denen ja Jürgen Zeck auch gehört. Noch nie der beste Schwimmer, aber jetzt kommt seine Paradedisziplin, das Radfahren. Doch was passiert da? Er kann seinen Helm nicht schließen. Da muss irgendetwas passiert sein, als er schwamm. Wertvolle Zeit verliert er. Die anderen kommen vorbei. Er sieht jetzt gleich auch Thomas Hellriegel, der eine Minute langsamer schwamm als er. Helmet! Helmet! Fuck! Da kommt Hellriegel links, überholt Zeck. 53 Minuten brauchte er und jetzt wünscht er sich, dass alle anderen die Hände weglassen. Er allein regelt die Sache und versucht sich an die Fersen, ans Hinterrad des schnellsten Radfahrers zu heften. Denn das ist Thomas Hellriegel. Draußen sticht die Sonne, Ute Mückel bekommt es zu spüren. Und vor allem den Gegenwind. Die Mumuku-Winde, die Passatwinde, sie wehen. Und die später kommenden werden sie noch stärker spüren, mit bis zu 60 Kilometern. Aber Windschattenfahren ist ja nicht erlaubt. Im letzten Jahr fuhr er Streckenrekordzeit, 4 Stunden 24 Minuten, bei zugegeben besseren Bedingungen als heute. Zeck und Hellriegel halfen sich im erlaubten Rahmen. Der Überholvorgang muss schnell abgeschlossen werden, sonst kommt gleich ein sogenannter Race Marshal, ein Schiedsrichter, und zeigt die gelbe Karte und vielleicht sogar verhängt er eine Stop-and-Go-Strafe. Jetzt wieder zieht Hellriegel vorbei. Die beiden machten Tempo und kamen Dietrich immer näher, aber an ihre Hinterräder hängten sich andere. Wir sehen es in der Übersicht hier gleich, eine eindrucksvolle Luftaufnahme der Vulkanwüste. Die Lavaströme gerade einmal 100 Jahre alt hier an dieser Stelle. Eine Vierergruppe hat sich da gebildet. Und Wolfgang Dietrich muss nach 40 Kilometern bereits die ersten vorbeiziehen lassen. Der Amerikaner DeBoom aus Colorado, ein wenig überraschend. Und Ken Glar, der Oldie. Schon vor 10 Jahren hier war er Dritter auf Hawaii. Jürgen Zeck macht das Tempo, zieht die anderen, natürlich gegen seinen Willen. Der Abstand ist garantiert keine 10 Meter und das ist hart an der Grenze zur Verwarnung oder gar zur 3-Minuten-Strafe. Wenn ein Überholvorgang angesetzt wird, muss er binnen 15 Sekunden abgeschlossen sein, sonst muss der Fahrer sich wieder zurückfallen lassen. Ein Blick zurück zu den Langsameren, die diesen Schnitt, diesen 40-Kilometer-Schnitt nicht aufrechterhalten können. This is water, you guys! Go 350, drive, drive, drive! All right, here we go, get wet, everybody gets wet, let's go, we all cool down, let's go, everybody
Wasser ist das Gebot der Stunde und die vielen freiwilligen Helfer hier waren enthusiastisch von Anfang bis Ende dabei, ihre Pflicht zu erfüllen. Und meist fand die Flasche auch ihren Adressaten. Der Blick hinüber zur Nachbarinsel Maui, zum Haleakala, er zeigt Passatbewölkung, Gegenwinde. Polynesisches Feeling in Hawaii, dem ersten Wendepunkt bei etwa 85 Kilometern. Dieser kleine Ort erwacht aus seinem Dornröschenschlaf jedes Jahr. As Hawaii turns, Jürgen Zeck ganz vorne an der Spitze dieser Vierergruppe. Danach Thomas Hellriegel, Ken Glar, das waren die drei Führenden. Thomas Hellriegel bei der nächsten Verpflegung. Es war warm, es war nicht allzu heiß, aber natürlich musste er Getränke, musste er vor allen Dingen auch Kohlenhydrate zu sich nehmen, hier in Form von Bananen, die der Körper sehr schnell absorbiert und sich zunutze machen kann. Eindrucksvolle Bilder der Motorradkameraleute. Sobald einer vergisst, auch nachzufüllen, kann sich das ganz schnell rächen. Die deutsche Fahne wehte mit Recht, voll im Wind. Zwei Deutsche vorn, nur der Amerikaner klar dran. Ein Blick zurück zu den Frauen. Da war Ute Mückel deutlich zurückgefallen. Da führte Wendy Ingram, die hier noch nie gewinnen konnte. Und einzig die große alte Dame des Triathlons, Paula Newby-Fraser, tief über ihren Aero-Lenker gebeugt, konnte ihr folgen. Aber sie ist nicht mehr so stark wie in früheren Jahren, hat zuletzt auch nicht mehr so viel Zeit opfern können, wollte eigentlich vor 2 Jahren hier schon aufhören, als es ganz, ganz schwer ging bei ihr, als sie kurz vor dem Ziel 3 andere an sich vorbeilassen musste. Und dann die Überraschung, Jürgen Zeck konnte sich tatsächlich lösen, obwohl er die meiste Führungsarbeit leistete. Die anderen vermochten ihm nicht zu folgen, noch nicht einmal Thomas Hellriegel. Er trat einen hohen Gang. Der Mann aus Koblenz, der sich in San Diego regelmäßig vorbereitet, Wochen schon vor diesem Ereignis, 10 Tage vorher auf Hawaii ist, sich akklimatisiert. Es tat weh, diesen hohen Gang zu treiben, denn an dieser Stelle hatten sie nicht etwa Rückenwind wie häufig, sondern Gegenwind. Denn der hatte gedreht plötzlich. Das Land hatte sich aufgeheizt, die Brise kam jetzt schräg von vorn vom Meer. Also wie man es heute machte, immer war der Wind ein Gegner und er ließ keine guten Endzeiten zu. Es war jetzt schon klar, den Streckenrekord von Luc van Lierde aus dem letzten Jahr würden sie nicht unterbieten können. Thomas Hellriegel, immer behielt er Jürgen Zeck im Auge, aber es war doch eine Überraschung, dass er ihm nicht folgen konnte. Er hat zuletzt mehr im Laufbereich gearbeitet, in Teneriffa und auf Lanzarote, wo er sich zuletzt vorbereitete. De Boer noch dran, der Amerikaner und Ken Glar, aber die musste er nicht fürchten im Laufen. Immer wieder dieser Wind, auch querschnittsgelähmte Namen, die Herausforderung Iron Man an und viele, viele Nachzügler, die jetzt erst noch auf dem Hinweg waren. Während wir vorausblicken zur zweiten Wechselzone, zum Kona Surf Resort südlich von Kailua, wo Jürgen Zeck mit einem Vorsprung von fast 3 Minuten ankam. Sein bestes Ergebnis auf Hawaii, der 4. Platz 1994. Dreimal schon hat er den Ironman Europe gewonnen, aber hier hat er noch nie besser abgeschnitten, war noch nie auf dem Podium. Jürgen Zeck, hat er sich diesmal die Kräfte richtig eingeteilt? Hat er sich nicht zu viel zugemutet auf dem Rad? Das war die große Frage. Er nahm sich jedenfalls genügend Zeit, um seine Laufschuhe anzulegen, sein Trikot. Und er wird gefragt, ob er Wasser braucht und vor allen Dingen auch Sonnenschutz, Sonnencreme. Schauen Sie, diese Laschen, das sind Spezialschuhe für Triathleten, sind schnell zu schnüren. Und die Sonne muss er fürchten, auch wenn er ein leichtes Trikot trägt, aber das ist ja porös. Sein Vorsprung war komfortabel. Auf den letzten Kilometern hat er ihn ausgebaut, nimmt sich hier genügend Zeit, aber denkt sicherlich schon über die Herausforderung nach, den Marathonlauf und vielleicht über seinen ersten Hawaii-Sieg. Jetzt nur nicht das erleben, was er im letzten Jahr erlebte, als auf den letzten 6 Kilometern durchgereicht wurde. Thomas Hellriegel, 2. knapp vor den folgenden K
Ken Glar und Tim the Boom. Eigentlich der stärkste Läufer unter den Führenden, kann Marathonzeiten von unter 2 Stunden 50 auch bei diesem Wetter laufen. Dann die beiden Verfolger. Hier der Boom. Und dann schon Wolfgang Dietrich aus Neuss, der 35-Jährige, vor 2 Jahren durch eine Knieoperation zurückgeworfen, vor dem Karriereende. Erstaunlich, dass er noch einmal zurückgekommen ist. Aber jetzt seine ungeliebte Disziplin, das Laufen. Und in der Tat, er wurde am Ende nur 21. Dennoch, Hochachtung. Für Thomas Hellriegel aber ging es nun darum, zu Jürgen Zeck aufzuschließen und seinen Traum wahrzumachen, nach 2 zweiten Plätzen in den letzten Jahren endlich als erster Deutscher diesen prestigeträchtigen Triathlon zu gewinnen. So, und jetzt sind es nur noch 42,195 Kilometer bis zum Ziel. Aber Sie wissen, dieses nur noch setze ich in Anführungszeichen. Denn der Marathonlauf, den wenige von Ihnen je bestreiten werden, liegt noch vor den Athleten. Wir nähern uns der Ziellinie und hier haben sich Dramen abgespielt. Julie Moss zum Beispiel, 1982 auf Knien kroch sie ins Ziel und hat dann immerhin noch den 2. Platz geschafft. Es gibt noch mehr in der Geschichte des Ironman. Dazu unser kurzer Beitrag. Kneipendunst und eine Bierwette, so soll es gewesen sein, 1978 auf Oahu. Dort wetteifern US-Marinesoldaten, wer denn der Ausdauerndste sei. Verbirgt dabei damals Navy Commander John Collins. Aus Waikiki Rough Water Swim, Around Oahu Bike Race und dem Honolulu Marathon entsteht der Ironman. Ganze 15 Männer waren damals dabei. Und die Frischlingssportart in ihrer Schreibweise noch fremd. 1980 gewinnt Dave Scott aus den USA erstmals. 5 weitere Siege sollten folgen. 2 Jahre später, Julie Moss krabbelt, taumelt und stürzt ins Ziel. Stoff, aus dem Legenden werden. Der Ironman Spirit, das Angefangene unbedingt zu vollenden, erhält Basisnahrung. Auch 2 Deutsche sind dabei. Links Manuel Debus und Detlef Kühnel. 1989 Wachablösung. 8 Stunden duellieren sich Scott und sein Herausforderer Mark Allen. Der hat das bessere Ende für sich und gewinnt bis 1993 in Serie. 24 Monate später verhindert eben dieser Allen den ersten deutschen Ironman-Sieg. 5 Kilometer vor dem Ziel passiert er Thomas Hellriegel. Der wird Zweiter. Wie auch im vergangenen Jahr, dieselbe Stelle allerdings ein anderer Gewinner. Der Belgier Luc van Lierde siegt als erster Europäer beim Ironman. Und bei den Frauen Paula Newby-Fraser zum 8. Mal in Hawaii. Der 21. Ironman-Triumph in ihrer langen Laufbahn. So, nun folgt die letzte ultimative Herausforderung, der Marathonlauf. Und gerade Paula Newby-Fraser weiß ein Lied davon zu singen, dass man auf seinen Flüssigkeitshaushalt achten sollte. Denn sie trank zu wenig vor 2 Jahren und verschenkte dadurch den Sieg. Wir schauen auf die Strecke, die meisten Athleten sehr gut kennen aus dem Sattel, denn sie folgt weitgehend dem Radkurs, bis dann kurz vor dem Wendepunkt nach links abgebogen wird zum Pazifik. Und auf dem Rückweg Richtung Kona, da kommt man dann an diesen magischen Punkt hier, Kilometer 37. Eigentlich relativ unattraktiv optisch, aber für Thomas Hellriegel sicherlich der Knackpunkt in den letzten 2 Jahren, denn da verschenkte er den Sieg bzw. musste die Überlegenheit eines anderen akzeptieren. Jetzt wollen wir schauen, kann es vielleicht den ersten deutschen Sieg geben nach den letzten 42,195 Kilometern. Der Schlussakt des Mehrteilers Marathonlauf. Hellriegel kommt auf den ersten Kilometern näher heran an Zeck. Der Himmel hat sich bezogen, die Temperaturen bleiben unter der 30-Grad-Grenze, aber die Luftfeuchtigkeit ist hoch. Zeck hat im Frühjahr unter der Anleitung eines russischen Trainers seinen Laufstil verändert. Er setzt nur noch auf den Mittelfuß auf. Die Kontaktzeiten sind geringer, ein flüchtigeres, ein leichteres Laufen. Schon in Rot beim europäischen Ironman hat diese Umstellung Früchte getragen. Zeck lief dort im Juli seinen schnellsten Marathon. Doch auf Hawaii liebt er die Laufstrecke nicht. Durchgehend Asphalt, starke Steigungen und Gefällstücke führten oft zu einer Verkrampfung in den Oberschenkeln und im Rücken. Hellriegel kommt näher. Hat Zeck im Blick. Und auf dem 2. steileren Stück ist der um 6 Jahre Jüngere heran. Zeck scheint Ähnliches zu erleben wie zuletzt in Rot, als er von Van Lierde auf dem Schlussteil noch überholt wurde, mit dem Unterschied, diesmal ist es früher, Kilometer 15 bereits.
Doch der Routinier will sich so leicht nicht geschlagen geben. Es entspinnt sich ein Rennen Schulter an Schulter. Wie vor 8 Jahren beim legendären Laufduell zwischen Dave Scott und Mark Allen. Immer wieder Flüssigkeitsaufnahme. 25 Liter verbraucht ein Spitzenathlet während des Wettkampfs. Bis zu 12.000 Kalorien verbrennt die Kraftmaschine Körper. Die Möglichkeit des ersten deutschen Sieges auf Hawaii nimmt allmählich feste Konturen an. Wer soll die beiden noch schlagen? Der Amerikaner Ken Glahr scheint dazu, mit Verlaub, nicht in der Lage. Er hat seine besten Tage schon hinter sich. Endlich taucht Lothar Leder aus der Versenkung auf. Das Radfahren lief nicht gut beim Sonny Boy der Szene, der sich durch viele Wettkämpfe auf den Ironman vorbereitet hat. Viele meinten, ein verrücktes Pensum. Jetzt, nach 6,5 Stunden, ist das Massenerlebnis Ironman längst ein Einzelkampf geworden. Bis auf das Duell an der Spitze. Kilometer 18 etwa, Hellriegel verschärft das Tempo, Zeck vermag nicht zu folgen. Der Mann aus Bruchsal, Trainingsweltmeister, doch in der Gefahr, zum ewigen Zweiten zu werden, packt seine Chance beim Schopf. Seit 3 Monaten ernährt er sich nur noch vegetarisch und fast fettfrei. 6% Körperfett trägt er mit sich herum, gegenüber 10 vor noch einem halben Jahr. Die Perspektive täuscht, der Abstand wächst. 45 Minuten und gut 10 Kilometer hinter Thomas Hellriegel, die führende Frau. Immer noch heißt sie Wendy Ingram, 33 Jahre alt, 2x4 in den letzten 3 Jahren. Ute Mückel, die mit ihr aus dem Wasser kam, hat längst aufgegeben. Auch Miss Triathlon, Paula Newby-Fraser, gibt sich geschlagen. Weidlich nutzt sie das Getränkeangebot an den Verpflegungsstellen in mäßigem Fußgängertempo. Kurze Zeit später gibt sie auf. Nichts wird's mit dem 9. Hawaii-Erfolg. Vielleicht nie mehr was. Hellriegel hat inzwischen den Wendepunkt am Energy Lab passiert. Dort forschen Wissenschaftler über die Zusammenhänge von Sonneneinstrahlung und Pflanzenwachstum. Wenn er sich umsieht, merkt er, dass die Sonne hier nicht viel Grünes duldet. Und ihm kommt Zeck als ein flimmerndes Phantom entgegen. Immer ein besonders prickelnder Moment, die Begegnung zweier Konkurrenten. Heute kein freundliches Abklatschen. Psychologische Tricks helfen jetzt. Hellriegel mag es, sich vorzustellen, er trinke in einem großen Pool ein riesiges Glas eiskalter Cola. Seine Freundin, Langstreckenschwimmerin Peggy Büchse, kommt mit strahlendem Gesicht auf einem Mountainbike von der Strecke. Der nächste kam 4 Minuten hinter Jürgen. Ich glaube, das ist der Reed oder der Lee, ich weiß nicht. Sie ist gut informiert. Ken Glahr ist eingeholt worden vom Kanadier Peter Reed. Der schlaksige Mann hatte beide, Zeck und Hellriegel, noch vor wenigen Monaten in Australien besiegt. Heute reicht sein später Vorstoß vorerst nur zu Platz 3. Und ihm sitzt ein entfesselt laufender Lothar Leder im Nacken. Der Winzersohn aus Rheinhessen läuft den schnellsten Schnitt von allen, 4 Minuten pro Kilometer. Peggy Büchse kann beruhigt zum Ziel vorfahren. Alle machen respektvoll Platz für ihren Freund. Schon gratulieren ihm viele Entgegenkommende zum Sieg. Er hat seinen kritischen Punkt bei Kilometer 37 erreicht und das Trauma eindrucksvoll weggewischt. Diesmal ist ihm kein Konkurrent auf den Fersen, wie Mark Allen und wie Luc van Leerde in den letzten Jahren. Jürgen Zeck läuft auf Sicherung des 2. Platzes, mehr ist nicht drin. Sein veränderter Laufstil war der Grund, warum er diesmal zum Schluss keinen Einbruch erlebt. Die Muskulatur bleibt vergleichsweise locker. Die Außenbezirke von Kailua sind erreicht. Noch ist zwar mehr als 1 Kilometer zu laufen, aber Hellriegels Vorsprung ist so beruhigend, mehr als 5 Minuten, dass er sich ein Handicap erlauben kann. Eine große deutsche Fahne schränkt die Stromlinienförmigkeit ein. Was soll's? Das Ziel am Pier von Kailua vor Augen, dort wo vor 8,5 Stunden alles begann, ist ihm nur noch nach einem zumute, sich feiern zu lassen.
Zweimal war er zuletzt der Pechvogel. Nun wird Thomas Hellriegel ein wertvolles Prädikat erhalten. Der erste Deutsche zu sein, der den Ausdauerklassiker, den Mythos Hawaii-Triathlon gewinnt. Das kann ihm keiner mehr nehmen. Ein großer Moment und ein glücklicher auch für Peggy Büchse. In einem Trainingslager vor einem halben Jahr auf Sizilien haben sich die beiden kennen und, wie man auf eindrucksvolle Weise erfahren kann, lieben gelernt. Sechs Minuten ist der neue Hawaii-Sieger im Ziel, da kommt Jürgen Zeck. Hat seinen zweiten Platz halten können, sein bestes Resultat auf Hawaii. Zu Recht freut er sich und zu Recht auch rückt in den Hintergrund, dass die Zeiten der Besten die langsamsten sind in 10 Jahren. 8 Stunden 33 Minuten für Hellriegel, 8 Stunden 39 Minuten und 18 Sekunden für einen glücklichen Jürgen Zeck. Und siehe da, Lothar Leder hat sich auf den dritten Platz vorgekämpft, bis auf 1,5 Minuten heran an Zeck. Ein einmaliger Moment, die ersten drei kommen aus Deutschland. Und zwei, die sich sonst nicht unbedingt mögen, bringen eine Umarmung aus vollem Herzen zustande. Ja, ich bin zufrieden jetzt mit dem dritten Platz. Dass der dicke Jürgen noch vor mir war, das ist schon eine bittere Pille für mich. Aber ich muss zufrieden sein. Am Anfang im Rad, da lief es bei mir sehr schlecht. Habe ich schon mit Aussteigengedanken rumgespielt. Und da bin ich halt einfach weitergefahren und jetzt bin ich zufrieden. Habe guten Lauf gehabt und dritten Platz ist auch ganz gut. Klar, ich wäre auch gerne besser, also erster deutscher Sieger hier geworden. Aber ich bin zum Thomas Hellriegel und im zweiten Platz trotzdem sehr zufrieden. Ich habe schon viel erlebt. Das ist mein 9. Ironman hier vorbei und ich würde sagen, das war der 8. Haben Sie denn schon mal sowas erlebt wie beim Wechsel zwischen Schwimmen und Radfahren? So eine Scheiße, also echt. Nee, den Helm fahre ich jetzt in einem Jahr. Da habe ich eigentlich nichts verändert und beim wichtigsten Rennen des Jahres komme ich dann ans Fahrrad und da ist der Verschluss kaputt. Und ich wusste ganz genau, ich kann nicht mit dem Helm ins Rad steigen und den Helm von außen zu kriegen, da brauchen wir schon die Erlaubnis vom Chef hier und da war ich erstmal fix und fertig. Es ist sehr schwer, das wieder hinzukriegen. Das hat jetzt das Rennen nicht entschieden, aber wenn ich jetzt ein paar Sekunden Rückstand verloren hätte, dann hätte ich mich natürlich sehr geärgert. Können Sie es schon genießen, dass für Sie ein Traum in Erfüllung gegangen ist? Ja, ich weiß schon, aber ich glaube, es dauert noch so ein, zwei Tage, bis es dann wirklich so richtig durchkommt. Im Moment bin ich halt auch noch zu erschöpft, um das wirklich auskosten zu können. Und trifft es zu, was wir gehört haben? Sie haben gesagt, wenn ein Deutscher gewinnt, dann sollte er schon Hellriegel heißen. Ja, das trifft schon zu. Und natürlich, das war natürlich ein Wunsch von mir, ist klar. Wie man sieht, ja, die Deutschen sind sehr, sehr stark. Auch im Jürgen Zeck 2. Platz und Lothar Leder 3. Platz. Also es war schon sehr schwer, hier auch der schnellste Deutsche zu sein. Wird das irgendwas bewirken für die Triathlon-Szene in Deutschland? Ich glaube schon, dass es nochmal so einen Schub gibt für den Triathlon-Sport in Deutschland. Das wäre eigentlich auch eine sehr schöne Sache. Mit 16 begann er zu schwimmen, mit 18 machte er seinen ersten Triathlon, mit 26 geht Thomas Hellriegel mit vollem Genuss unter die warme Dusche. Die echte und die des prasselnden Beifalls. Sieger lächeln hier wie dort, die Kanadierin Heather Fuhr feiert ihren bisher größten Erfolg. Doch leider bringt ein Ironman nicht nur strahlende Sieger hervor. Er kann grausam sein, und wie. Die Amerikanerin Cyan Welsh büßt für ihr zu hohes Tempo. Die letzten Meter werden qualvoll lang, auch die ihrer Verfolgerin, Wendy Ingram, die lange Zeit geführt hatte. Ein Schauder läuft jedem über den Rücken, der diese Bilder sieht. So bekommt denn dieser aus deutscher Sicht so strahlende Tag einen schwarzen Tupfer, als zwei Frauen über die Ziellinie krabbeln. Erinnerungen drängen sich auf. Julie Moss vor 15 Jahren hier, Gabi Anderson schießt beim Marathon von Los Angeles. Die Sensationspresse hat ihr Sujet, der Triathlonsport seinen Makel. Derweil finden anderswo gelöste Gespräche statt, um den halben Erdball. Thomas Hellriegel im Hotelzimmer. Und ein besonderer Tag endet auch besonders. Versöhnlich nämlich. Als zwei Eisenmänner ins weiche Bett fallen und eine fast kindliche Freude versprühen über das,
was sie an diesem Tag geleistet haben. Deutsch oder Englisch? It's like a funeral, don't you think? Yeah. Für die Topathleten ist diese denkwürdige Ironman-Weltmeisterschaft 1997 schon lange Geschichte. Aber das Ziel bleibt geöffnet. Bis Mitternacht für all diejenigen, die nur ein Ziel vor Augen haben, nämlich Finisher zu sein. Also diese Tortur erfolgreich zu bestehen innerhalb von maximal 17 Stunden. Sie sind alle Gewinner, denn sie haben den Kampf gewonnen gegen sich selbst. Vielleicht werden wir die meisten von Ihnen wiedersehen, wenn Sie sich qualifizieren können. Auf jeden Fall freuen sich alle auf die Neuauflage. 20-jähriges Jubiläum im nächsten Jahr. Wir wollen uns verabschieden mit Bildern von denen, die alle Sieger sind beim Ironman auf Hawaii.